Einen Abend. Einen Abend. Wir entdecken den Atem, dass einen Weg Geist und Körper im gegenwärtigen Moment zusammenzubringen. Helfen dem Geist dabei, die Aufmerksamkeit aus dem zufälligen Hin- und Herspringen in ein beruhigendes, stabilisierendes, Zentriertsein übergehen zu lassen, ganz ohne Gewalt und Druck. Einfach dadurch, dass die Aufmerksamkeit immer wieder zum Atem in der Mitte des Erlebens zurückkehren darf.
mit so einer einfachen Moderation unserer Aufmerksamkeit können wir nach und nach die Relevanz der sinnlichen Erfahrungen, ganze Erlebenswelt, der Sinne und aller mehr und weniger geschickten geistigen Strategien in dieser Welt den Hintergrund treten lassen. Jetzt sind die tausend Geschichten der Sinnenwelt nicht mehr wichtig. Dürfen diesen Übergang machen, eine Erlebenswelt, in der uns nur das interessiert, was jetzt unmittelbar im Körper geschieht, das Auf und Ab der Atmung. Nach und nach klarer werden des Geistes,
der Geist tatsächlich beginnt, sich in der Gegenwart im Körper niederzulassen, jedem Atemzug. Können wir eine Erleichterung erleben? Davon kommt, dass wir mit der Welt der Sinne da draußen nichts mehr zu tun haben. Das, was jetzt in diesem Moment unserem Innenleben stattfindet, alles, was uns noch wichtig ist, das bringt eine ganz feinsinnige Erleichterung mit sich. Das bewusste Erleben, diese Erleichterung führt dazu, dass unser Geist sich freut für die gewonnene Freiheit und Unabhängigkeit.
Aufmerksamkeit des Geistes ruht auf dem Atem, der Gegenwart im Körper, Erleichterung des Verlassens der Sinnenwelt, Schauplatz für unsere großen und kleinen Dramen, macht Freude, diese Freude fühlt sich richtig gut an, körperliches Entspanntsein, Wohlgefühl, das uns natürlich dabei hilft, die Welt der Sinne noch mehr zu vergessen. Im Geist die Erfahrung zu ermöglichen, wie schön und lohnenswert es ist, etwas so selbstverständlich Geglaubtes, diese ganze wichtige Sinnenwelt, einmal ganz sanft zur Ruhe kommen, wegfallen zu lassen. Ohne etwas zu forcieren oder uns etwas einzureden, können wir uns für die Möglichkeit öffnen, dass diese Freude, dieses Wohlgefühl ganz allmählich unser ganzes Erleben, unseren ganzen Körper ausfüllen. Ein feiner Seifenschaum, der aufgeschlagen wird, so ganz leicht ein ganzes Gefäß ausfüllen kann. Können Freude und Wohlgefühl den ganzen Körper ausfüllen, wenn wir uns immer wieder
bewusst werden, wie erleichternd es ist, nur den Atem zu spüren, die Welt da draußen ziehen zu lassen.
Heute gibt es in 5 Minuten wieder eine Austauschrunde, zu der ihr herzlich eingeladen seid. Und sehe ich euch entweder gleich in 5 Minuten wieder oder sonst das nächste Mal. Tschüss.